Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Beeilung! Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Können wir los? Bist du bereit? Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Also gut, Männer, aufsatteln. Und keine Trödelei. Der Letzte, der ankommt, kriegt eins auf die Rübe. Viel zu holen. Seht ihr den Rauch? Das ganze verfluchte Gestüt in Flammen? Wo ist dein Herr?
In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist hier geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes eins. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Smir, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Frag. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Sprich weiter. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Smill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Hast du die Stimmen erkannt? Nein, aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja, es muss etwas passiert sein.
Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Jakob, der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Sonst fällt mir niemand ein. Gott behüte dich. Das Land geht vor die Hunde. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin einer der Überlebenden. Aus Scarlets. Ah, verstehe. Na schön, was willst du wissen? Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen, kurz vor dem Morgengrauen. Wie hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja, aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. Es gibt da diesen Kerl, einen schwarz gekleideten Hünen mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Kannst du mir helfen? Wie? Du kennst die Gegend. Wie finde ich raus, wohin sie ging? Sie hatten's eilig. Du könntest schauen, ob sie was umgeworfen haben. Ein Zaun oder so. Wie kann man nur so grausam sein? Damit kommen sie nicht durch. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein.
Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg! Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dan Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und Dan Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das weitergesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Warum mussten sie mich töten? Wie kann man nur so grausam sein? Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Scheiße! Wieso? Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Spuren. Irgendjemand floh Richtung Norden.